Okay. Gut, kleiner Mann, komm, wir gehen ganz kurz mal von vorne. Ich tue es einfach noch mal ganz kurz benamsen. Du darfst das von mir aus gerne nachher spielen. Nachher. Und ich nehme mir hier auch die längere Leine. Gerte, weil er ist ein langes Rohr. Ups, lang. Entschuldigung. Psst, gut. Ne? alles gut, du musst noch ratzen. Ich schaue, dass ich wirklich schön frontal vor ihm bin. Ich werde zum Laufen. Psst. Nicht in Zieh an der Leine, sondern die ist wirklich ganz leicht. Er darf mich aber auch nicht stoßen. Wenn ich ziehe, ne, dann nachher, sobald ich ziehe, macht er Widerstand im Knick. Das heisst, er spannt die Knickmuskulatur an. Genau das wollen wir ja nicht. Ja. Ne, also soll nicht lernen, das Knick festmachen, kaum kommt der Zügel ins Spiel. Sondern ganz leicht eben auch wirklich auf meine Körperdreieck, auf meine Person, auf meine Schulterding mit seiner Schulterachse zu reagieren. Er soll aber eben auch nicht. Komm. Er soll auch nicht mich schieben beim Laufen. Zeigt oft dann auch noch ein Ross, der sehr stark so ganz schnell näher kommt. Ich bin ja nicht weit weg, oder? Also, er macht zwei schnellere Schritte und dann schubst er mich um. Dass sie das nicht machen, also, es ist nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie oft Tempokontrolle oder eben auch die Hinterhand Festigkeit noch nicht haben, sondern sehr stark auf der Vorhand laufen. Das heisst, die Vorhand die macht einfach wumm, oder? Also auch schwierig, wenn ich sage, und halt, und das Ross macht wut, ne? Also so aufsteht, dann merkst du einfach so, der Schub vom Körper rum, ne? Schiebt das Ross eigentlich auf die Vorhand. Also sie haben noch nicht gelernt, zu sagen, ich mache den da, ne? Und eben nicht noch weiter zu schieben mit der ganzen Karosserie. Und das ist, aus diesem Grund schätze ich diese Position, weil mir das ganz schnell aufzeigt, wie weit ist das schon. Mhm. Hat das Ross es schon gelernt? Sagt er, ich bin auf der Vorhand geboren, wenn wir halten, machen wir das. ne? Oder hat es schon gelernt, zu sagen, oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich kann nicht einfach irgendwie meinen Körper sausen lassen, sondern gelernt, das Verhalten halt mehr die Hinterhand tatsächlich ins Boot zu holen. Auch die Achtsamkeit einem Longeführer gegenüber, oder? Dass man nicht einfach anrempelt und sagt, ja, ich kann dich ja so gern. Und wenn ich noch näher komme, gibt es noch ein Gutzi, oder? Also, das haben viele Rosse nicht böse, sondern sehr angelassen, sehr nett mit ihrem Mensch, aber einfach, dass man sagt, los, eine gewisse Distanz kann auch eine Respektsache sein. Es gibt auch, also bei gewissen Rossen, wo ich sage, mache ich es ganz bewusst, um zu sagen, wir üben mal ein bisschen mir um dir rum, oder? Dass du nicht einfach anedonner ist, weil du sagst, ja, ja. Das habe ich nicht gelernt. Das ist auch etwas, wo solche, die das schneller haben und andere, die sagen, uiuiui, da müssen wir schwer nachschaffen. Weil sie einfach anetonnen, wenn nie jemand gesagt hat, es gibt eine gewisse persönliche Zone. Und nur wenn ich dich frage, kannst du ganz ankommen, dann kommst du da rein. Sonst fragt man wenigstens höflich. Das ist auch Grunderziehung, oder? Und das fehlt sehr oft auch. Ja, brav, das machst du sehr gut schon. Gut. Okay, ne? Das heisst, die Idee, dass ich nur einmal schauen will, kann ich ihn. Ein, dass seine Fußspitzen vor der Hufe meine Fußspitzen folgen. Ja, genau. Da kommt wieder jemand rein, muss wieder schauen. Genau. Oder habe ich das Gefühl, ich muss ihn da hinter mir herziehen. Genau. Die Gerte trage ich gerne auf der Innenseite, wenn ich jetzt hier Kreislauf. Ne? Das heisst, es ist bereits ein bisschen die Vorbereitung des Schenkels als biegende Hilfe. Und sehr oft ist einfach der Kreis hat halt die berühmte Physik, dass man eher nach innen kippt. Also wenn sie noch nicht so biegen, dass sie eher nach innen kippen. Und das kann ich ganz schnell kann ich da mit dem Schenkel auch helfen und sagen, Achtung, du gehst so stark. Siehst, er läuft jetzt eigentlich ein bisschen an mir vorbei. Siehst du das? Ich lasse jetzt mal ein bisschen extremer. Das heisst, ich kann sagen, Entschuldigung, könntest du deine Schultern etwas besser auf dem Seil oben lassen? Das heisst, das ist bereits Vorhandkontrolle. Ne? Schulter verschieben, die innere Schulter ein bisschen entlasten. Ja, gut, super. Und ich sehe das einfach sehr gut aus dieser Perspektive. Ich sehe sehr gut, kippt er weg von mir. Und das sehe ich, wenn ich seitlich bin, nicht unbedingt so gut. Gut, mega gut, super und dann halt. Noch nicht so ganz die Linie. Das heißt, ich habe jetzt da ziemlich müssen sagen, liebe Schulter, die schläft noch ein bisschen, die ist noch ein bisschen schwer. Aber das kann ich auch machen. Ich habe es trotzdem mal angehalten. Haltemanier total höflich, perfekt. Er kommt nicht näher. Ich kann nicht zurückstoßen. Ich habe ein bisschen gewischt, so ein bisschen Energie gewischt von seinen Füßen, um zu sagen, hey, jawohl,
Körpersprache entsprechend dazu, Stimmkommando kann man. Und dann hat er gesagt, jawohl, ich kann eigentlich ziemlich sofort halten, ich schubse nicht nur nach vorne sie um, aber er ist ein bisschen von meiner Linie weggekommen. Ne? Gut, wir gehen trotzdem, ich gehe jetzt nochmal, da wäre ich nämlich eigentlich, oder auch. Okay? Ja, gut. Ja, ja, bleib mal da drauf, bleib mal da drauf, bleib mal da drauf. Ja, gut, gut. Genau. Wenn die Nase sehr stark wegschaut, ne? Also sehr stark nach außen oder innen, dann schaue ich, dann kann ich da vorne ganz klar auch am Knick, ne? Kapzahn bedient ja eigentlich das Knick, wieder ein bisschen sorgen dafür, dass er mir eher auf den Bauchnabel oder auf den Brustbein schaut. Und er schaut jetzt oft zuerst das eher zu meiner rechten Schulter. Dass ich sage, eigentlich nicht so stark. Eigentlich nicht so stark. Ne? Nicht übertreiben, du musst nicht mehr biegen, als du sollst laufen, sonst verlierst du auch wieder das Gleichgewicht. Langsam, gut. Wow, ne? Ich habe noch gesagt, langsam, und er hat gesagt, oh, das war zu schnell. Perfekt, das nimmt er so gut an. Nein, nein, nicht so stark nach hinten schauen, brauchst du nicht. Nicht mehr als nötig. Gut. Und? Mega gut, ne? Also du siehst, da ist so ein kleiner Hocken noch drin. Da haben wir noch so ein bisschen eine Thematik. Passt auch, es ist schon links rum, ist im Moment seine schlechte Seite. Ich mache schnell den Seitenwechsel, dass wir schnell den Vergleich vielleicht haben. Und dann darfst du gerne kurz übernehmen. Gut. Ja, ja, komm. Ja, jetzt ist die andere Seite, sonst sage ich. Jetzt hast du gedacht, du weißt wie. Gut. Super. Und die Gerte, die bleibt freundlich, behalte dich ruhig einfach oben, weil der Schenkel beim Reiten ist auch nicht einfach weg. Aber ich klopfe nicht dauernd irgendetwas, sondern ich habe sie einfach da, gibt auch manchmal so mit der Leitplanke ein bisschen Führung. Ja, komm. Wenn wir da wieder einen freien Raum suchen, sonst gehe ich über die Matte. Ja, super. Siehst du, dass es viel leichter geht? Ja, fein. Gut. Na, als würden wir zusammen, ich rückwärts, auch vorwärts, auf einem Seil balancieren. Und keinen will den anderen abschubsen. Ja, super. Und ein Halten. Mega gut. Brav. Ja, das machst du gut. Fällt ihm viel leichter. So lustig. Also, das ist so. Erinnerst du dich am Anfang? Wir haben noch Video. Ich habe ein, zwei, dreimal maximal, zwei, dreimal gesagt, hey, da müssen wir noch mal ein bisschen die Schultern noch. Dort habe ich ein, zweimal gesagt, kannst du die Schultern überhaupt verschieben? Als Einzelteile. Dann habe ich in der Ecke, bin ich sehr, sehr nah an dieser Schulter auch gelaufen, zum helfen. Und dann ist Giro gekommen. Und ich denke, das ist, also es hat sich dort schon einfach verbessert. Und mit der Giro finde ich noch einmal. Eindeutig. Aber es ist jetzt ganz klar die beste Seite, lustig, weil es hat mehr Mühe andersrum, oder? Ganz toll, weißt du. Genau, also der Anfang habe ich gesagt, mit dem, wo kommst du hin? Mit dem Following, dass ich wirklich sage, ich richte mich eigentlich nach deiner Schulterachse aus und mit der Zeit mehr. Das heisst, dass ich nicht einfach sage, folge mir nach, sondern dass ich kann sagen, mein Kleiner, ja, warte jetzt schnell, du musst jetzt nicht hören. Also ich werde ein bisschen näher gehen und sage, darf ich dein Knick jetzt schon ein bisschen mehr anfassen? Du bist schon in einer Grundbalance, dass du meinem Körper gut kannst folgen. Und kann ich jetzt ein klein wenig, ja super, wow. Ne? Du siehst, was ich berühre, also wirklich nur ganz ein Häuchchen in der Schenkellage und führe ganz ein bisschen die Nase, ganz, ganz wenig nach innen. Ne? Zuerst darf ich nicht, soll ich nicht wegschauen von der Linie. Aber dass ich sage, kann ich dich? Ja, 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 langsam, langsam. Genau, wenn er den Faden wieder verliert, muss ich wieder sagen, nein, 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 nicht pressieren, nicht unruhig werden, sondern, ja, gut. Ja, 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 ja. Nein, die Schulter bleibt hoch. Ja, richtig. Wir biegen und wenn wir biegen, jetzt ist die Schulter wieder verreist, wenn wir biegen, langsamer, langsamer. Ich bin nicht so schnell. Gut. Ein bisschen mehr Schenkel. Dass er auch sagt, oh, halten. Wenn ich jetzt so ein bisschen mehr das hier, wir im falschen Moment, da, komm, ja gut, das da, gut, super. Du siehst auch den Wert von dieser Übung, mit dem, wo man bereits jetzt etwas kennt. Kleines Vibrieren, kleines Klöpfeln, wenn du so willst, in der Schenkel lag, dass er sagt, so entspann dich. Tendenziell, dass ich kann sagen, ich kann sogar nicht, ich kann mit den Zügeln nicht abziehen, oder? Wie gesagt, macht Knick gerade wieder fest. Aber vielleicht hat er schon den Mechanismus drin, wenn ich,
Wenn ich sage, der Schenkel ist da, ich sitze immer auf dem Ross nachher. Ne? Zügel kann ich schauen oder auch nicht, aber ich sitze immer drauf. Das heisst, wenn ich über den Sitz und über den Schenkel etwas etablieren kann, wo er sagt, loslassen, ne? Nach unten, innen loslassen, heisst ja immer, das Knick ist wieder offen, ist wieder entspannt, ne? Und er kommt auch in eine psychische, sagen wir mal, Entspannungszustand, wenn man sich gerade müssen da kurz, habe ich es gehört, reinbringen. Das heisst, ich muss nicht über Zügel regeln, oder, sondern er sagt, ah ja, Körper ist wieder okay, ich kann wieder hören. Das war mega, mega extrem gerade. Ne? Genau. Aber das bisschen, oder, dass er nicht auch lehrt, wenn da etwas kommt, wo in der Schenkellage trippt oder berührt oder eben den Schenkel darstellt, dass es nicht einfach nur heisst, jetzt Tempo, sondern dass es heisst, löse nach unten, dass es kann heissen, biege ein bisschen mehr, dass es kann heissen, es kann heissen, vor, ne? Das heisst der entscheidende Moment, in welchem Moment, sage ich, Inneres Hinterbein vor. Also wenn gebe ich der Energieimpuls. Aber alles ist in der Schenkellage. Ne? Aber er lernt verschiedene Schenkelkommando kennen, also die verschiedenen Inhalte haben. Und ich kann immer besser kommunizieren eigentlich über diese Sachen. Also wie gesagt, wenn ich auf dem Ross sitze, sitze ich meistens einfach drauf. Wo ich eigentlich sehr stark schon über den Körper kann, mir eine Hilfestellung geben kann. Genau, super. Ich hätte gerne ein bisschen Biegung. Ja, ein bisschen zu viel. Ist da schon gerade saublüht, gell? Ja, gut. Gut, ja. Machst lustige Sachen. Ja, genau, jetzt gehst du noch schnell um. Genau, also das ist schon der Beginn eigentlich von der Formgebung, oder? Das heisst, wenn er es schafft, einfach auf dieser Kreislinie, wo ich jetzt hier gelaufen bin, wenn ich das schaffe, einigermaßen gleichmässig und nicht im Zeug rumtorkeln, dass ich sagen kann, lauf auf meiner stabilen Linie, dann sagt mega gut. Wenn die läuft, hey, dort musst du bleiben, die gibt der Wegweiser. Auf diesem Weg ist es immer stabil, oder?